Sind wir jetzt bald mal fertig hier? Ich habe jetzt schon übelst viel Geld zur Seite gelegt hier. Da frage ich mich, wie astronomisch dann die Preise bei der, in der Gruppe C sein werden. Autobahn. So, an der Reeperbahn hier. Hier ist Wagen 12 in Verfolgung eines neuen Titel mit überhöchster Geschwindigkeit an der Reeperbahn. An der Reeperbahn. Ne? Das an der Reeperbahn muss hinten dran gegangen werden. Sonst sind wir nicht in Hamburg. Wow. So, die haben jetzt eigentlich. Sind wir jetzt schon viel, viel geiler als die anderen Fahrer. Die düsen den weg. Aber irgendwie kommen die trotzdem, die können immer noch rankommen. Das ist schon eigentlich ganz gut. Die springen nicht so wie in Autobahnrase 1, was gut ist. Die bleiben halt nur manchmal. Die sind halt hängen geblieben. Aber an sich sind sie, glaube ich, ein bisschen schneller als ich. Aber weil ich die ganze Zeit mit Turbo rumfahre, da. Können sie nicht aufholen. Das ist schon wieder richtig typisch Autobahn hier, ne? Autobahn-Raser-Style. Am Anfang des Spiels muss man gucken, wo man bleibt hier. Mit dem Geld und mit dem, mit den Plätzen, ne? Weil man ja, wie gesagt, ihr habt ja gesehen, das erste Rennen. Ich glaube, in meinem LP war ich da Fünfter. In meinem allerersten LP. Link zur Playlist vom 2008er LP oder 2009er, glaube ich, in der Beschreibung. Dort, und nicht an der Reeperbahn. Ja, man muss halt übelst entweder abbremsen, was ich ja nicht mache, oder übelst in die Kurve fahren, damit das Auto selbst abbremst. Neuer Rundenrekord. Irgendwas wollte ich jetzt noch sagen. Ich hab's schon wieder vergessen. Alter, warum vergesse ich denn so vieles? Ach so, ja, ich das ist 2009er LP, ne? Mit dieser Playlist in der Beschreibung. Also es ist natürlich für die, die sich da extrem dafür interessieren, wie ich früher so drauf war. Ihr müsst euch darauf einstellen, wie ich es schon in meinem allerersten Part gesagt habe. Der Remix war bis zum Anschlag hoch. Es ist natürlich nicht so ohrenbetäubend, dass ihr... Aber man merkt schon, dass der Endgame-Ton übelst stark verzerrt ist. Ich hatte ja... Ja, du Pussy. Ich war schon damals froh, dachte mir. Ist ja gut. Ich war schon damals froh, hab mir gesagt, jawohl, ist jetzt egal, ob es zu laut ist, kannst du ja runterstellen, den Lautstärke. Man hat mich trotzdem nicht so gut gehört, ey. Wie jämmerlich ist das denn, ey? Ich hatte einfach damals von Windows XP und Stereo-Mix keinen blassen Schimmer, ey. Heute würde ich das bestimmt hinkriegen. Aber das Problem hat sich ja bei mir bis in die späteren LPs noch hingezogen, ne? Ich musste, hab meine Stimme fast immer mit Traps aufgenommen. Und das war ja alles mit dem Stereo-Mix, ne? Das heißt, der... Wagen 25, wir stecken in einer Verfolgungsjagd mit einem neuen Beetle. Beetle! Wie er das ausspricht, also der wie ein kleiner Junge, der freut sich doch bestimmt, als er das sagt, ne? Nee, wäre so, wenn eure Stimme und euer Ingame-Ton gleichzeitig in einer Videodatei halt aufgenommen werden. Ihr habt keinen Bearbeitungsspielraum mehr, ne? Das hat sich noch lange gezogen, das Problem, bis ich es dann gelöst habe. Gratulation! Oh, es geht nach Berlin! Berlin! Wir fahren nach Berlin! Hier geht das Auto bestimmt durch die Leitplanke durch, ja. Aber nur ein Mühe. Ist nicht so schlimm. Bam, bam, bam. Hier ist freigegeben, die Autobahn.
Ich kann so schnell fahren, wie ich will. Ihr könnt mich gar nicht verfolgen. Hier ist es erlaubt. Wenn ihr mich jetzt verfolgt. Beetle. Ich ergötze mich jedes Mal an diesem scheiß Namen, ey. Wow! Alter, da kann man vorher keine Schilder aufstellen, dass du gerade hier stehst oder was? Rische Rock Music hier. Ich zeige euch mal was Cooles hier. Ja, blitz mich durch den Berg durch, ey. Nur in Autobahnraser funktioniert das. Die Windräder, wie sie sich drehen in 2 FPS. Das haben sie bestimmt alles damals mit Handarbeit gemacht hier, also. Da war die Engine bestimmt noch nicht so toll. Ich hab die Spur des Radars verloren. Willkommen an der. Hey. Oh Mann. Es wäre schon interessant eigentlich dabei zu sein, wenn sie es programmiert hätten. Wäre ich gerne dabei gewesen, zu gucken, wie sie so ihre Probleme da lösen hier. Weil besonders sauber muss der Code ja nicht sein, wenn dabei XP nicht mehr läuft. Bitro. Aber der Support soll anscheinend ganz gut gewesen sein. Ich habe im Forum gelesen, ne, dass dort einer halt angerufen hat bei Davilex Großbritannien und gesagt, hier mein Autobahnraser 1 oder mein M25 Racer funktioniert nicht auf dieses Spiel. Und da haben sie dem tatsächlich noch einen Fix programmiert, ne? Du bist großartig. Ja. Yeah. Das Schwerste steht dir aber noch bevor. Ach ja, und vergiss nicht, den Wagen für Gruppe C freizuschalten. Warst du schon? Gut gefahren, Meister. Du hast hier soeben meinen Wagen und die Gruppe. Bim. Yeah, der Cox. Jetzt geht's erst richtig los. Willkommen in der ultimativen Gruppe C. Das ist der Kampf der Sportwagen und Touring-Boliden und die werden von den Könnern der Organisation gefahren. Harte Rennen werden dich auf die Probe stellen. Bleib locker, denn bei diesen Geschwindigkeiten darfst du keinen Fehler machen. Rennboliden. Na gut, der Porsche ist schon eine Rennmoline. Was haben wir denn zur Auswahl? Ein Brescher 912. Fuck you, Alter, ey. Panther XLS. Boah, steht die Audi TT ist doch kein Rennbolide, du Held. Vor allem Horsch, ne? War das nicht früher der Name? Horsch? Mit 3 Ringen? So, 234.000, ey. Gut, die Preise sind wieder astronomisch. Ich hätte mir schon Sorgen gemacht, dass ich zu viel Geld habe. Danke, Autobahnraser. So, wir haben 226.000 Mark. 226.000. Naja, dann würde ich meinen, graden wir gleich mal ab zum Horsch, DD. Jo. Was hatte ich? 226.000 bin ich. Nee, ich hab egal. Wenn ich 226.000 gesagt habe, dann tut's mir leid, dann habe ich mich. Oder habe ich 26.000? Nee, 260.000 habe ich. Fuck, wir hätten ihn in Silber kaufen können. Fuck. Kann ich den verkaufen? Egal. Wir können uns nichts leisten. Alter! Ey, wir können uns fast wirklich nichts leisten, ey. Wir müssen uns. Breitreifen eingekauft. Wir müssen uns wirklich erstmal mit dem Breitreifen zufrieden geben. Naja, dann fahren wir jetzt halt nennen. Das ist schon komisch hier, dass der Bursche langsamer ist als der Audi. Da kommt mir gleich wieder das Video in den Sinne. Was ist denn das für ein Kombi? Lol. Was ist denn das für ein Kombi? Ja, 3 Runden. Na gut, weil wir auch so fast sind. Fast and drifty. Raser-Style. Wow, Alter, jetzt geht's wirklich erst richtig los, ey. Die hat nicht gelogen, die Empfangsdame. Hey, 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 hey. Na gut, fahren wir jetzt den blauen Audi.
Horch Dede. Ein Audi in der Rennbude. Also ein Audi gegen einen Porsche 911er will ich dann sehen, der ein Audi TT. Ja! Nicht anschubsen, du! Weil, hat mich erst gefreut, aber das kommt davon. Bleibst du halt mal hängen. Das ist kein richtiger Kreisel, ne? Die verarschen euch nur. Das ist nur ein Dreiviertelkreis. Das zeige ich euch dann. Ja, 223, das ist schon nicht schlecht hier für ab Werk mit Bright Reifen. Unser Beetle. Beetle. Hat's auch nur so mit Turbo geschafft. Ach, geil, ey. Wir haben das Spiel schon. Das Spiel ist da ist doppelt so lang wie das alte Spiel. Mindestens doppelt so lang. Wir spielen ja schon 1,5 Stunden. Oh, hier ist hier Betrieb. Oh, Alter, müsst ihr euch mal vorstellen, ne? Ihr knallt hier mit 200 durch den scheiß Bahnhof, ey. Durch den Hauptbahnhof, ey. Geschweige denn, dass da überhaupt ein Auto durchfährt. So, wir haben wieder einen guten Vorsprung. Alter, wir müssen ernsthaft 3 Runden fahren, ey. Ich flipp aus. Ist der Weihnachtsmarkt oder was hier? Das klingt irgendwie nach Markt. Wow! Die Straßenbahn, die stationär steht. Aber das ist wieder... Das ist hier... Das ist wieder realistisch, ne? Die Deutsche Bahn und die Straßenverkehrsbahn... Dinger kommen nie pünktlich. Stehen immer am Platz und tun so, als würden sie fahren. Mann, 3 Runden, ey, das kotzt mich wirklich an. 3 Runden sind wirklich... Hey! Ne. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass mich einer überholt, ne? Ganz ehrlich nicht. Hier fahre ich schon immer lang. Seit Kindheit fahre ich hier lang. Ich bin, glaube ich, noch nie draußen gefahren, außer einmal. Ne, du hast mich jetzt nicht überholt, ne? Panther. Ich hatte überlegt mir gerade so, weißt du, was wäre, wenn man mal anhält und sich auch die ganzen Details angucken würde, weil die sind ja schon echt interessant. Aber jetzt denke ich mir so, nee, lass es lieber. Mit den Details, das geht nicht gut aus. Hältst du den für uns auf, Polizist? Na gut, wir haben ja noch eine Runde Zeit. Find's allgemein schon cool, dass ich irgendwie nicht der Einzige bin, der das Spiel kennt, ne? Alter. Ey, der Erste hat hier übelsten Vorsprung, wie macht er das denn bloß? Weißt du, vor uns sich beschweren hier? Ja, ist viel zu einfach, bin nur erster Platz und jetzt hier... Ein Fehler gemacht, schon kommt der Panther. Okay, den holen wir uns noch. Und der dritte ist auch gleich ein Scheiß. Na gut, wir sind noch nicht mal voll aufgetunt. Last Round. Kurz mal ein Wheelie gemacht mit dem Auto, ne? Ach, Autobahnraser. Immer für eine Überraschung gut. Und wir haben den... Holen wir den jetzt noch ein? Nein, du dummes Arschloch-Auto, ey. Schade, dass die hier nicht mehr so wegpoken wie in Autobahnraser 1. Ich weiß auch nicht, warum ich das Spiel immer mit dem Vorgänger vergleichen muss. Klar ist, dass der Nachfolger besser sein muss als der Vorgänger. 1,03 Euro stand, 1 Mark 3 für einen Liter. Sogar die fahren sich hier fest, oder was? Scheiße, ich glaube, wir machen das wirklich nur als Zweiter, ey. Oh Mann, ey.
Scheiß Panther. Ich hatte noch Hoffnung, dass ich den einhole, noch in dieser Runde wenigstens. Alter, was die dann für eine krasse Beschleunigung haben müssen, dass die hier in den Kurven dann hier so abgehen können. Oh Mann, ich hasse diese Ampel. Eine unzerstörbare Ampel. Dass ich das noch in Autobahnraser erleben darf. Naja, gut, zweiter Platz halt safe. Dann holen wir uns gleich ein neues Motörchen, ne, und dann. Und dann geht's los. Auf der Autobahn. Autobahn, Raser. Scheiße, ey. Hier läuft das Spiel immer an 60 FPS. Warum? Ich verstehe es nicht. Bam, bam, bam. Hier, überall Demisai, außer hier. Cameroon. 8000. Neuer Motor montiert. Getriebeausbau eingekauft. Dorte, guckt euch das an, ey. Yeah, unsere Strecke. Ah, nee, nicht unsere Strecke. Wir sind ja gar nicht kein Beetle mehr. Scheiße. Ach, ich habe kein Turbo. Aber wir ziehen trotzdem an dem vorbei. Die Musik macht. Also echt happy macht die manchmal hier. Aber es ist halt echt interessant. So bin ich auch. Irgendwie, ich kann mich zwar nicht erinnern, dass ich das Spiel, wie ich es gespielt habe, aber irgendwie ist es trotzdem. Ich bin kein Panther. Aber trotzdem macht das einen sehr gewohnten Eindruck so, ne? Zum Beispiel, dass das laggt, wenn man an Autos vorbeifährt. Das so bin ich's, so kenne ich es irgendwie, ne? Obwohl ich es vergessen hab. Das ist schon komisch, das Gefühl so, ne? Wenn man sich an nichts erinnern kann an dem Spiel, aber es trotzdem so heimisch anfühlt, so gewohnt, ne? Ah! Wow! Ruhig, Brauner. Oh, warum? Was ist denn das jetzt hier? Junge, du musst eigentlich nur die ganze Zeit geradeaus fahren, dann kannst du gar nicht. Du kannst keine Spur verlieren hier. 56 hier in Verfolgung eines Panzer XLR mit überhöhter Geschwindigkeit. Das haben sie leider falsch programmiert. Gibt's kein Horst-DD wahrscheinlich. Oder doch, eigentlich hatte ich das gedacht, dass ich das schon mal gehört habe. Dede. Oh! Was ich cool fand damals auch, dass das nicht reingeklebt war. Ey, schon wieder der! Dass das keine Textur war, die hinten am LKW ist, sondern dass es noch ein Stück reingeht und dann die Textur halt kommt. So wie realistisch, ne? Ah, da kriege ich den noch. Habe ich jetzt zu viele Fehler gemacht, ja? Fuck. Alter, wie kann es denn sein, dass der Ego langsamer ist als ich und der trotzdem vor mir ist? Scheiße, der hat schon zweimal Erster